Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Smart. Mein Name ist Samuel Preuß und heute geht es um das Thema Linkshänder, Rechtshänder. Welche Vorteile haben Linkshänder im Tischtennis und warum sind in der Weltspitze so viele Linkshänder vertreten? Viel Spaß! Bei den deutschen Meisterschaften in Wetzlar 2019 ist mir dieses Jahr aufgefallen, dass scheinbar überproportional viele Linkshänder mitgespielt haben. Ich habe zwar nicht genau nachgezählt, aber mir schien der Anteil an Linkshändern im Vergleich zu Rechtshändern doch relativ hoch. In meinem Sportstudium hatte ich durchaus schon mal davon gehört, dass Linkshänder in manchen Sportarten wie zum Beispiel Badminton, Tennis oder Boxen durchaus einen Vorteil haben können. Aber woran liegt das jetzt? Auf die ganze Weltbevölkerung gesehen, wird der Anteil an Linkshändern verteilt über die ganze Erde auf 10-15% geschätzt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die Top 100 der Tischtennis-Weltrangliste rausgesucht und mal nach Linkshändern und Rechtshändern unterteilt. Und dabei ist aufgefallen, dass 27 Spieler von den 100 Spielern aus der Weltrangliste, aus der Top 100, Linkshänder sind. Ja? Und da bestätigt sich schon, dass im Tischtennis überproportional viele Linkshänder gut spielen, Profis sind und in der Weltrangliste vorne vertreten sind. Schaut man sich die ersten 10 von diesen Top 100 an, also Platz 1 bis 10, sind sogar 5 Spieler, sprich 50% davon Linkshänder. Auch in anderen Sportarten wie Badminton, Cricket, Baseball und so weiter sind überproportional viele Linkshänder in der Weltspitze vertreten. Woran liegt das jetzt, dass vor allem in diesen Sportarten ein hoher Linkshänderanteil in der Weltspitze vertreten ist? Schauen wir uns die Sportarten an, Badminton, Tennis, Cricket, Baseball, Tischtennis, Tennis und so weiter, dann vereint diese Sportarten vor allem zwei Merkmale. Das eine sind Mann-gegen-Mann-Duelle, sprich 1-gegen-1. Ja, überall haben wir 1-gegen-1. Das zweite ist, dass in diesen Sportarten ein hoher Zeitdruck herrscht. Ja, wenn wir Tennis, Tischtennis, Boxen und so weiter nehmen, dann haben wir in allen Sportarten, geht das alles so dermaßen schnell und wir haben einen hohen Zeitdruck. Sprich als erstes Mann-gegen-Mann-Duelle, 1-gegen-1 und Sportarten, wo ein hoher Zeitdruck herrscht. In diesen Sportarten sind Linkshänder überproportional häufig in der Weltspitze vertreten. Es könnte natürlich sein, dass in diesen Sportarten, nehmen wir jetzt Tischtennis, überproportional viele Linkshänder spielen und dementsprechend auch die Chance und die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass viele Linkshänder in der Weltspitze vertreten sind. Das ist aber nicht der Fall. Im Tischtennis spielen auch etwa 10-15% Linkshänder, so wie es über die Weltbevölkerung auch verteilt ist. Ja, das heißt, es spielen nicht überproportional viele Linkshänder Tischtennis, sondern nur in den hohen Regionen, in der Weltspitze, da sind viele Tischtennisspieler Linkshänder. In der Sportwissenschaft wurden zu dem Thema im Tennis Studien durchgeführt, wo die Probanden waren Hobbysportler, Amateure und Profis, Aufschlagplatzierungen von einem Gegner antizipieren sollten und voraussagen sollten, wo der Ball hinkommt. Und bei den Bewegungen beim Linkshänderaufschlag im Vergleich zum Rechtshänderaufschlag fiel es sowohl den Hobbysportlern, den Amateuren als auch den Profis deutlich schwerer, die Platzierung vorauszusagen. Oftmals wird gesagt, dass die Bewegungen von Linkshändern einfach ungewohnter sind für den Gegner. Und dementsprechend herrschen weniger Erfahrungswerte, weil es einfach nur einen gewissen Prozentsatz an Linkshändern gibt. Und dementsprechend trainiert man auch weniger gegen Linkshänder. Und daher ist es ungewohnter und die Erfahrungswerte, der Erfahrungsschatz ist einfach kleiner. Und daher kann man die Bewegungen oft nicht so gut lesen, weil man öfters gegen Rechtshänder spielt als gegen Linkshänder. Man hat auch Folgestudien durchgeführt, indem man den Linkshändervorteil versucht hat irgendwie aufzulösen, indem man die gegnerischen Spieler vorher auf Linkshänder in der Wettkampfvorbereitung vorbereitet hat. Ja, das hat auch relativ gut funktioniert, sodass die Linkshänder eigentlich keinen großen Vorteil mehr hatten. In den Sportarten, wo der Zeitdruck aber am allerhöchsten war, sprich Baseball oder auch im Tischtennis, wo die Gegner, die Spieler einfach sehr nah aneinander stehen, dort konnte man diesen Effekt nicht so schnell neutralisieren. Da war immer noch ein großer Linkshänder-Vorteil vertreten. Was heißt das nun für die Praxis, für uns? Was können wir machen? Wie können wir uns auf Linkshänder vorbereiten? Ja? Sobald wir Linkshänder im Training haben, schnappt euch die Linkshänder und trainiert gegen sie. Ja? Das ist die einfachste Methode, wie wir uns an Linkshänder und deren Spielstil gewöhnen können und an deren Bewegungen, sodass wir die schneller lesen können. Ja? Das ist die einfachste Methode. Nehmt euch Linkshänder, je öfter ihr gegen Linkshänder spielt, desto besser und desto mehr baut ihr auch vielleicht eure Angst, die ihr möglicherweise habt, vor Linkshändern ab. Ja, manche Spieler haben
totale Angst und sobald der nächste Linkshänder am Tisch steht, spielen sie drei Klassen schlechter und machen sich eigentlich in die Hose. Ja? Dementsprechend trainiert auch gegen Linkshänder. Ja? Es gibt natürlich nicht so viele wie Rechtshänder, aber schnappt euch die Linkshänder, trainiert gegen sie und so schafft ihr es auch, ja, besser gegen Linkshänder zu spielen. Letztendlich müsst ihr aber euch auch viel auf euch konzentrieren und nicht zu sehr, was der Gegner macht. Ob der jetzt den Schläger mit der rechten Hand spielt oder mit der linken Hand, konzentriert euch auf euch, legt den Fokus auf euch, auf eure Leistung, dass ihr eure Leistung abruft. Aber wie gesagt, im Training könnt ihr durchaus immer mal wieder gegen Linkshänder trainieren, das hilft euch natürlich dann weiter. So, das war's fürs heutige Video. Viel Spaß bei der Umsetzung. Haut die Linkshänder weg. Genauso aber auch die Rechtshänder. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.